Hallöchen Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge South Park, der Stab der Wahrheit. Ja, wir haben jetzt endlich die Hilfe der Goths. Oder fast. Nee, doch, wir haben die Hilfe der Goths auf jeden Fall. Und ich würde sagen, in dieser Folge entscheiden wir uns mal, ob wir jetzt Kyle beitreten. Also den Elfen beitreten oder Cartman, so gesehen den Menschen beitreten. Ich habe mich entschieden, dass ich auf jeden Fall zu den Elfen gehe. Obwohl sie anfangs sehr verhasst waren, sind sie mir im Endeffekt ja, sympathischer als Cartman. Und ja, wir rennen da mal hin auf jeden Fall. So, hier kommen wir ja immer noch nicht rein. Angeblich ist hier irgendwie eine Großwildjagd, aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Ich hoffe, später wird nochmal irgendwie von irgendwem ein Schlüssel gedroppt, der mich hier reinlässt. Weil da war ja auch noch eine Sonde. Also eine Alien-Sonde. Die ich nutzen konnte. Das habe ich ja damals nicht gemacht, weil, ja, ich war noch nicht so weit. Ja, wir reisen auf jeden Fall. Weil ich muss jetzt viele Sachen überspringen, weil es tut mir leid, es ist, wenn diese Nazi-Zombies hier auftauchen mit ihren komischen Zeichen. Und es halt, wenn es einer ist, dann ist es kein Problem. Dann ist das Zensieren auf jeden Fall ganz schnell, ganz leicht. Aber sobald da mehrere sind und dann da irgendwie im Kampf ein bisschen Action ist, das ist ein Haufen Arbeit. Das sind vielleicht für einen Kampf, wenn der vielleicht ein, zwei Minuten geht, muss ich Stunden sitzen, um das zu zensieren. Und so viel Zeit habe ich leider nicht. Deswegen werde ich es halt versuchen, solange es nicht viel ist, das dann wirklich sauber zu zensieren, dass man auch viel sieht. Aber sobald zu viel Action ist, muss ich das halt einfach verpixeln. Deswegen tut mir das leid, wenn ihr dann da nicht viel seht. Ich lasse es halt einfach weiterlaufen. Ich versuche es halt so gut wie möglich zu kommentieren, damit ihr auch mitbekommt, was in dem Kampf passiert. Aber ihr wisst ja, wie so ein Kampf abläuft. Also hoffe ich, könnt da drüber hinwegsehen und schaut dann trotzdem weiter. Naja gut, ich spreche mal mit Kyle. A Twitter Raven has told me of your success in recruiting another faction. Simply call them here and your dedication to the Drow Elves will be complete. Climb up into the treehouse and summon your allies. Okay. Also klettern wir mal hoch. Wir rufen unsere Verbündeten zu einer letzten Schlacht. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß es auf jeden Fall noch nicht. So, Elfen Kingdom. Tü-tü-tü-tü. New Kid, I'm sorry I ever doubted you. I hereby make you a member of the Drow Elves of the Forest. Yay! New Kid, you have our friendship. I hereby level you up to the rank of... Commander! Commander Douchebag, was für eine Ehre. Oh, guck dich. My lord, aha. My lord! We know where the humans are hiding the stick. What, really? We just intercepted their messages on Twitter. Ah, you shot down their message, Raven. Right, right, we shot down their Raven. And the evil Wizard King has hidden the stick inside his desk at school. Ah, dude, of course! Yeah. Hid it in his desk! Drow elves of the forest! We know where the humans are hiding the stick! I knew Carmen was cheating! We shall march on the school and make the hallways drip of their blood! Juhu, ich kann wieder in die Schule. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Oh. South Park Elementary. Defenders of Freedom! We thank you for your courage in joining our fight! Tonight, we are no longer elves or goths. Tonight... We fight as one! I feel like such a homo sapien right now. The elves are here! They have blown their war horn! Blow ours, Stan! Okay? Flank left! Goth kids, prepare to attack from behind! The front barricade! Los geht's! Angriff! Humans are finished! Side entrance and take out their defenses from behind! Okay, okay, also von hinten. Was? Ich hab, ach so, halt. Ich habe irgendwie... Oh, ich habe neue Sachen. Ich muss erstmal abchecken, erstmal abchecken, erstmal abchecken. Heilige Lanze. Naja, ich möchte lieber meine... Wo ist mein... Langschwert, genau. Was konnten die Heilige Lanze überhaupt? Oh, geil. Okay. Ja, aber... Mein Schwert ist besser. So, heilige Robe. Du erlässt 20% weniger Schaden, wenn du blutest. 20% Schaden, wenn angewidert. Nee, möchte ich auch lieber das hier behalten. Und heiliger Ring wurde auf 7 erhöht. 50% Schaden, wenn du wenn blutend. Und 50 heiligen Schaden bei perfekten Angriffen. Nö, da möchte ich auch lieber meine Swordhandschuhe haben. So, anlegen. Was kann der Hut?
15 Schaden mehr brennen und... Oh ne, nehme ich lieber Alienhelm. Zack, und die Lanze müssen wir auch noch austauschen. Gegen mein Langschwert. Alle, zack. So, im Bogen bleibt auch so, wie er ist. Okay, wunderbar. Achso, mit den Fähigkeiten. Da habe ich das hier nochmal ausgewählt. Den letzten vom Jiu-Jitsu. Weil ich, als ich hier das Spiel wieder neu geladen habe, musste ich nochmal mit den Goffs reden und dann habe ich nochmal die Punkte bekommen und so, dann habe ich das mal umgeändert. Ja, ab nach hinten. Go, go, go. Ich hoffe, es kommen keine Nazi-Zombies. Hey, Loot, Loot. Springseil, Geld. Geld nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Die kankelige Pingeler, Sprungseil, zerbrochene Schleuder und zerrissenes Bettlaken. Nehmen wir alles mit, ja. Hä? Ja, super. Sie haben sich ihren Platz gesichert, geile Sache. Nehmen, nehmen, nehmen. Alles nehmen. Oh, halt. Nimmt noch was? Nö. Wieso sitzt ihr hier rum? Achso, ihr habt die hier alle geklärt und euer Revier wieder fett gemacht, ja? Yo, yo, yo. Komm ich rein? Ah, halt. Ich muss ja irgendwas machen. This calls for a little bardic access. Nur er darf da durch. Oh, geil. So, okay, wir sind in der Küche. The building has been fortified and the armies of Christ shall never surrender. You will all die in this place. Die Armeen von Jesus. Da hinten am Ofen kann ich noch was machen. Aber erstmal durchsuchen wir ihn hier. Ramponierter Schild, Springseil, ja. Zack. So, hier nochmal ran. Aha. Was können wir damit machen? Mischen wir mal Furzen. So. Passiert schon mal nichts. Vielleicht eine Furzgranate. Ui! Da ist was. Oh, Eseltron. Geil. Das ist geil. Was war denn hier gerade? Achso, hier ist noch ein Schrank. Ui, nehmen wir auch alles mit. Zumindest, dass wir das tragen können. Ups. Hier ist nichts mehr. Irgendwas zum Abschießen noch. Nö. Okay. Dann weiter. Oh Gott. Wow, what a mess. Those humans went crazy apples in here. Oh Gott, was ist hier los? Komme ich da wirklich nicht durch? Ah, doch. Oh, geil. Ich will hier durch. Doch, ein Schrei würde, glaube ich, nichts bringen. Soll ich runter oder soll ich nach rechts? Wir gehen hier erstmal. Achso, okay. Have you ever heard my impression of Chef? Well, hello there, children. Geil, wir gehen Schlüssel. Hello, children. Wow, what a fantastic companion. Ja, danke. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So, ändern. Wir haben nämlich hier was bekommen. Oh, Angriffe ignorieren bis zu 60 Rüstung. Soll ich das reinmachen anstatt das Feuer? Aber nee, ich mache ja hier irgendwie extra Schaum, wenn sie brennen, oder? War das nicht so? Oder habe ich das Sky ausgewählt? Ach, das wollte ich, glaube ich, mal auswählen. Aber hab es nicht. Aber ich... Ja, hier ist Bluten. Egal, machen wir irgendwann später. Will ich jetzt nicht. Erstmal weiter. Ah, wirklich? So, hier nehmen wir auch nochmal alles. Hier können wir noch nicht hin. Oh! Sack kaufen. Was brauchen wir? Gesundheitstränke könnten wir gebrauchen. Bla bla bla. Lass mich erstmal einkaufen. So. Okay, alles klar, das reicht. Oh. Ihr gehört jetzt zu mir. Wow, Basketball. Ist der gut? Oh ja. Yeah. Aber hat nur einen Slot. Geil. Aber wir lassen das erstmal so. Oh, hier kommen wir jetzt ran. Eine Gabel. Na, super. Mehr ist hier nicht. Mehr ist hier nicht.
Naja, egal. Hier ist auch nichts. Hier kommen. Nee. We dine on human flesh tonight, Luke. Ja, ja, ja. Uah! Alter. You can't hide from me. Ah, okay. So, erstmal schießen. Na komm, ich will dich abschießen. So, jetzt schießen wir ihm nochmal den Schlauch kaputt. Oder so. Geil. Ja, müssen wir wohl doch nicht fighten. Aber wo geht's denn da rein? Achso. Ach, wir können noch weiter. Sonde. Oh, wir kommen sogar bis da oben hin. Das ist ja geil. Also müssen wir sowieso. Oh, wie fies. Nehmen wir mit. Du musst kämpfen. Du bist auf dem Schlachtfeld, Freundchen. Oh, da war noch Plastik. Boxabzeichen. Alles nehmen. Kriegst du so coole Sachen. Oh, nehmen wir auch alles mit. Ist hier noch irgendwas? Dich hatten wir schon. Plastik, Plastik. Okay, hoch hier. Sonde raus. Mies, mies, mies. Ey, schnell hier runter. Komm ich hier nicht runter? Wie muss ich da jetzt echt lang? Ist ja blöd. Muss noch forzen, wa? Hoffe ich zumindest. Bin ich. Haben wir Pech. Ups. So, Drachenschrei. Nö. Nee. Was können wir denn jetzt benutzen? Wie soll ich da rüberkommen? Wart bloß ab, bis ich da bin, Freundchen. Wart bloß ab. Irgendwie muss ich doch da rüber. Wieso springt der da nicht einfach runter? Oder habe ich irgendwas übersehen? Ich hoffe mal nicht. Oh. So. Zack. Jump doch hier runter. I killed your friend. Was? Du hast meinen Freund umgebracht? Yipe. You should leave the comedy to me. That's hot lava, you're dying right now. Oh, ich bin doch so blöd. Also ich hoffe, dass es so funktioniert. Nimm ich Furzgranate. Oh. Genau. Oh, ich hätte die beiden da erst hinlocken sollen. So, jetzt noch schnell die Sonne raus. Wieder runter hier. Zack. Na los, looten. Und ich auch nochmal. Und jetzt fighten wir Nekromantenhandschuhe. Wow. Hey, fellas. Voll Bock, ihn zu betäuben. Ich liebe diesen Angriff. Und... Bäm. Das war's mit deinem Schild, Freundchen. So, Butters. Was machen wir mit dir? Erstmal braunen Ton, wa? War ganz schön flott auf seinen Krücken. Nur? So, Standardangriff. Was? Er ist tot. Er ist tot. Bam. Das war's mit dir. Human. So. Zack. Hier haben wir alles. Irgendwas abschießen können wir nicht. Also geht's jetzt durch. Ja, wir sind wieder hier. Ach krass. Halt. Erstmal schießen. Schießen, schießen, schießen. So, zack. Oh, nicht, dass wieder runterfällt. Ach so, ich wollte nochmal was versuchen, weil wir konnten ja damals mit Kennedy... Ach nee, die machen das bestimmt nicht auf.
So, jetzt Sonne nochmal. Oh, was ist denn hier los? Riesenratte. Mal schießen. Okay. Betäube ich da rein? Oh, nein! Sie war nur betäubt. Was? Abwehr erhöht? Miese Ratte. Hau ab! So, ja, was machen wir denn? Flächenangriff habe ich ja jetzt doch. Ich habe den Wind, den Wirbeln, das wirbelnde Verhängnis. Machen wir das. Dreh! Bam! So. Schimmel! Jawohl! Das war's mit den Ratten. Jawohl, I got it. Okay. Halt, Sonne. Schneeball. Geil. Mehr gibt's ja nicht. Also wieder runter. Oh, nichts. Müssen wir das Ding nochmal zu schießen. Das ist so mies. So, einmal runter, bitte. Zack. Mit den Springseilen. Oh, 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 oh. Oh, zum Glück. Oh, er hat ein Schild. So, Jiu-Jitsu. Go! Zack. So, betäubt. Dann machst du direkt mal Angriff. Jawohl. Und ich darf nochmal. Ah, verdammt. Ach, ich darf nochmal. Dann bist du jetzt tot. Und tschüss. Ja, es geht wieder viel zu einfach. Irgendwann kommt wieder so ein Kresser. Und dann... Zack. Zack. Mitnehmen. Ach so, kann ich ja nicht. Oh, hier ist auch noch was. Okay. Aber ich mach trotzdem mal die Barriere kaputt. Weil's gehört. Ups, das war der falsche. Furzgranate. Bam. Hey, mach das kaputt. Mach das kaputt. Achso, kann ich nur von der anderen Seite. Egal. So, was ist hier? Egal, wir müssen jetzt in den Keller. Basement. In den dunklen, dunklen Keller. Oh! Stay back, you guys. Something is seriously wrong with the hallway monitors. Help. Please. Dude, that's Gary Nelson. Be careful, he can still bust us for not having hall passes. We came to school the morning after the earthquake to report for duty. We didn't know school had been canceled. We heard a sound from down here. Found this green goo. It was everywhere. It changed the other hallway monitors. Nein. Well, it kind of serves you right for being a patsy-ass hallway monitor in the first place. Something in the goo. Nein. Ah! Somehow that green goo makes hallway monitors even lamer! Nein. Nazi-Kommandant. Fängt er wieder gut an, Leute. Was? Er greift an? Okay. Okidoki. Dann müssen wir jetzt erstmal... Ich hoffe, ich kann ihn betäuben. Jiu-Jitsu! Jawohl. Ihn hätten wir schon betäubt. Okay, jetzt. Erstmal debuffen. Ja. Check this out. There once was a maiden from she didn't talk much, but boy did she swallow. I had a nice lance that she said
that she's a Sagapore. The maiden from Stoneberry who is also your mom. Wow, what a terrific audience. Jawohl. Wow, what a terrific target. Aua. Mein Schild und ich bin angewidert. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr geheilt werden. Nein, nein, der war zu früh. Oh oh. Oh 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 oh. Er hat ein Schild. Ach, das ist blöd. Egal. Nur? Okay, egal, das Schild ist schon mal weg. Können wir hier nochmal braunen Ton machen? Nee. Dann greife ich halt normal an. Wichtig ist erstmal, dass wir das Schild wegbekommen. Aber ich, naja, ich greife ihn erstmal an. Okay. Aua! Ich bin fast tot! Autsch! Autschi, autschi. Ich muss schnell Jimmy retten. Nein, er ist auch angewidert. Verdammt. Okay, Jimmy, ich muss dich nächste Runde austauschen. Okay, jetzt erstmal. Ah, das ist ja blöd. Der ist ja gleich tot. Ich gehe erstmal auf ihn. Sein Schild erstmal entfernen. Zack. Okay. Einmal austauschen gegen Stan. Können wir aber nur? Na super. Ich weiß, du bist auch toll. Wunderbar. I am Stan Marshwalker, Brother of Wolves and Badgers. Was? Nein. Oh, come on. Oh, verdammt. In stolzer Freude. You hit like my grandpa. Oh. Oh. Ich dachte, der greift nur einmal an. Voll die krasse Waffe. Oh, Mann. So, jetzt machen wir einen Machtangriff. Müssen wir fertig machen. Ja, können wir normal angreifen. Na, ah, kriech davon, du. Kriech davon. So, mit der linken Maustaste, okay. Schade. Nein, kein Käsemädchen. War. War zum Glück das nicht so viel abgezogen. So, dann machen wir dich jetzt schnell fertig. Egal. Hauptsache er ist weg. So, Todesmarkierung mal auf ihn machen. Go get him, boy. Was? Nur so wenig? Dann greif. Oder was hat denn er noch so? Ach, geil. Oh, wie oft ich das machen muss. Naja. Aber cool. Nochmal? Ah, verdammt! Stan! Nein! Okay, Machtangriff. Bam! Verdammt, unser Schild ist down. Heilen kann ich mich jetzt auch erstmal nicht. Ja, das merke ich gerade. Egal, du greifst einfach so an. Okay. Was? Okay, jetzt mal. Ich kann ihn ja noch nicht heilen. Aber ich gebe ihm einfach mal einen Heiltrank. Und danach. Nein, doch! Oder sah das jetzt gerade nur aus, als ob er nicht mehr angewidert war? Verdammt, ey. So, Angriff. Zack. Brenn, du Dreckszombie! Brenn, du Drecksnazi! Brenn, brenn, brenn! So. Können wir ja immer noch nichts, also normaler Angriff. Warum greift er nicht zweimal an? Aua! Nein! Stan! Nein! Ich werde nicht rächen. Machtangriff! Bam! Und tschüss. Heiliger Hammer. Nein! Hässliche Armbänder. Na? Okay. Irgendwas versteckt hier? Oh ja, da ist was. Hey, da ist eine Kiste, die wir... Da ist doch eine Tasche, oder nicht? Ah, so, jetzt komme ich ran. Oh, Kenniszuckerverpackung.
Oder Kandiszuckerverpackung. Mornatrank. Okay, nehmen wir alles mit. So. Ich will da nicht rein. Ich will da noch nicht rein. Aber ich muss. That doesn't sound good. Nein. Überall Nazi-Zombies. Your word is the command, my lord. Ja, das ist schon mal nett. Halt! Aha! Nee, nicht Begleiter. Schießen! Ja, trotzdem möchte ich mal gucken, was hier los ist. Können wir hier runterschießen? Ah, nice, nice. Furzgranate? Nee, halt. Erstmal locken wir die beiden dahin. Und zwar mit dem hier. Geht nicht. Zombies reagieren da nicht drauf. Wa? Komm mal wieder zurück. Ich möchte das Ding hier in die Luft jagen. Komm, blöder Nazi-Zombie. Komm. Toll, das bringt dir überhaupt nichts. Ja, jetzt kommst du, ne? Du blöder Nazi-Zombie, du. Was macht's denn? Ach, er meditiert. Okay, dann soll er das machen. Hässlich. Okay, Strom aus. Ach, schade, ich wollte die da reinlocken, schnell anmachen. Ah! Wieso kann ich die nicht locken? Whoa, dude. So eine miesen Typen. So, egal. Angriff! So, was machen wir denn mit euch? Macht Angriff, oder? Bam! So, du auch gleich hinterher? Nee, du hast doch bestimmt irgendwas, was mehrere angreift. Oh, das einfach. Weg des Schwertes. Was ist denn das, ein Hund, ey? Für eure Schule! Stolzere Gebenheit! Für eure Schule! Das ist ja mal voll schwach. Das sieht einfach nur geil aus, aber voll schwach, Mensch. Oh, Mann. In stolzer Freude! Aua! Wieso zweimal? Verrecke. Was? Was? Verdammt, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Egal, Stan macht das. Und tschüss. Nee, ihr haltet gar nichts mehr. Außer eure Fresse. Zu spät. Hab schon probiert. Boah, so viel Stuff. Ich kann ja nicht so lange drin rumgucken, wegen diesen komischen Armbinden. Oh! Gucken wir uns schnell mal an, die Nekromantenrobe, weil wir haben auch Handschuhe von schon bekommen. Okay. Ach so, das ist jetzt so ein Zombie-Ding. Ja, das ist nicht so wichtig. Behalten wir das alles mal. Den Heiligen Hammer würde ich mir gerne mal angucken. Ah. 100 heiligen Schaden dazu. Sogar zwei Slots, aber mein Langschwert ist viel geiler. So, hier hinten. Können wir hier noch irgendwo hin? Boiler Room. Ist da? Was ist hier drin? Boah, wie viel von den Flicken wir bekommen. Beziehungsweise Waffen aufsetzen. Halt, nee. Muss man zurück. Wenn der Exit steht. Oh, was ist das denn? Oh, einen alten Schwamm. Tut mir leid. Nicht, dass du zur Zombie-Ratte wirst. So. Was ist hier drin, ne? Machst du auf? Oh, okay. Nichts so super geiles. Ah. Was ist das? Können wir es betäuben?
Mutantenbakterie. Jawohl. Betäubt. Boah, wie viel TP dir. Ich würde. Ja, dann machen wir erstmal das hier. Dann wird die Abwehr verringert und dann hole ich mir nochmal Jimmy. Go get him, boy. Die Mucke wieder, ne? Das ist so geil. Brennen! Bakterie, brennen! Können wir die ganze Zeit angreifen? Das ist ja geil. So, ne, jetzt wechsle ich mal. Next. Komm her, Jimmy, komm! You're messing with a crit now, fool. Oh, wie geil. So. Ist nicht mehr betäubt, oder? Betäuben wir sie nochmal. Und. Jujutsu! Bam. Okay. Und du musst uns jetzt ein wenig stärker machen. Check this out. Jawohl. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she. Boy did she. Na? Well, ja, yeah? Genau. I had a nice lance that she says that she says that of the maiden from Stoneberry who is also your mom. Jawohl. Bam. Alles klar. Jetzt hauen wir mal rein hier. Bam. Und nochmal einen hinterher mit Jimmy. Und oh, so wenig mehr. So, wie viel machen wir mit normalen Angriffen? Los. Ein bisschen mehr war das sogar, ne? Oder nee, knapp drunter. Das ist ein Power-Akkord. Jawohl. Noch mehr pushen. Braunen Ton? Nee. Würde zu lange dauern. Was? Regeneration? Ich muss dich beschneiden. Oh, das ging schon. So, nochmal ein Angriff. Bam. Was? Nö. Das ist unfair. Jetzt sind es aber mal drei. Mann, ey. Egal. Hey, zu spät, nein. Verdammt. Ja, du machst jetzt ja auch nicht mehr viel, also machen wir mit dir nochmal ein... Achso, du hast volle NP. Dann nochmal die Buffen, bitte. Hä? Ja, okay. The maiden from Stoneberry who is also your mom. Bam. Das greift an. Das greift an. Okay. Als nächstes machen wir. Wollen wir uns mal jemanden beschwören? Machen wir die Rohlederpeitsche mal, oder? Können wir nur einen auswählen? Dann nehmen wir den Geschwächten. Vernichte sie! This could be kind of fun. Oh, eh! Jesus Christ. Sorry, Leute. Oh mein Gott. Mr. Sclave. Er hat das echt so nötig. Oh Mann. Oh, ich kann gar nicht so doll lachen, ey. Ich hab immer noch die ganze Sünd hier. Oh, Mann. Ja, wir haben eine Aufwertung verfügbar. Geil. Dann nehme ich... das nicht. Mal hier mal irgendwas ausprobieren.
Okay, mein Hagel bewirkt nun mehr Schaden. Denke ich auch cool. Wenn ich es perfekt mache, dann verliere ich alle negativen Statuseffekte. Könnte man als, ja, anstatt einen heiligen Trank nutzen. Das macht Schaden und macht die Buffs weg. Die negativen. Ich glaube, ich nehme das. Oder soll ich lieber hier ägyptische Plagen hochskillen? Ich nehme erstmal das. Zack, wunderbar, Vorteile. Haben wir nicht. Wir brauchen erst wieder 8 neue Freunde. Nicht so schlimm, kriegen wir noch irgendwie hin. Was habe ich denn liegen lassen? Ach, ein Machttrank. Das ist egal. Irgendwas machen? Irgendein Pokémon versteckt oder so? Irgendwas Blinkendes? Nichts. Na ja, gut. Dann einmal Exit bitte. So. Und bevor ich da rausgehe, muss ich leider diese Folge beenden, Leute. Es tut mir leid. Aber, ja. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Also, alles klar. Bis dahin. Tschüssi.